Die heutige Lehreinheit wird Besonderheiten in Befund und Therapie bei Morbus Parkinson und Demenz umfassen. Wichtig ist, dass Sie in der Anamnese nach Stürzen und Schmerzen fragen. Auf Körperfunktions- und Strukturebene werden Sie aufgrund der verringerten Sympathikusaktivität, einen erhöhten Speichelfluss, ein maskenhaftes Gesicht und ein Salbengesicht beobachten können. Und die Stimme ist heiser flüsternd, die Atmung sehr flach. Dann erkennen Sie außerdem die drei Hauptsymptome: den Tremor, den Rigor und die Bewegungsarmut. Da der Rigor zwar eine Versteifung und eine erhöhte Muskelspannung bedeutet, ist zu beachten, dass es zusätzlich im Rumpf jedoch zu einer reduzierten posturalen Kontrolle kommt. Bei lang anhaltender Bewegung wird die Muskulatur schwächer und das bedeutet, dass Personen im Stehen oder Gehen eine gebeugte Haltung aufweisen. Ganz deutlich ist es, wenn Sie mit Morbus Parkinson Patienten und Patientinnen arbeiten, wenn die Krankheit bereits sehr stark fortgeschritten ist, werden Sie also in den Aktivitäten aufgrund dieses erhöhten Rigors im Rumpf vor allem En-Bloc-Bewegungen beobachten können. Das bedeutet, rotatorische Bewegungen bei Drehen oder Transfer sind kaum noch möglich. Und aufgrund des Tremors werden Sie sehen, dass Hantieren, vor allem im fortgeschrittenen Stadium, dann auch schon zittrig wird. Der Gang ist schlurfend, kleinschrittig und die Arme schwingen aufgrund des Rigors nicht mit. Was nun ganz deutlich bei Parkinson-Patienten auftreten kann, ist das sogenannte Freezing-Phänomen. Das bedeutet, dass Personen plötzlich stehen bleiben müssen, wenn sie durch einen Reiz abgelenkt werden, wie beispielsweise eine Linie, die ihnen im Weg ist. Nun fällt es ihnen schwer, wenn sie einmal stehen geblieben sind, die Bewegung wieder erneut zu initiieren. Das implizite, prozedurale Lernen bei Personen mit Morbus Parkinson ist beeinträchtigt. Sie benötigen ganz klare Vorgaben, klare Wiederholungen, bekannte Bewegungen. Neues Bewegungslernen fällt ihnen sehr schwer und wir merken das besonders, wenn sie Dual-Task-Aktivitäten ausführen sollen. Haben die Personen eine Bewegung oder eine Leistung erlernt, dann können sie das nicht automatisch in eine andere Situation transferieren. Sie müssen also in der Therapie die erworbene Lernleistung auch in den anderen Kontext, in dem sie noch erforderlich ist, umsetzen. Es wäre jetzt nicht möglich, gehen auf ebenem Boden zu trainieren und dann zu erwarten, dass Personen im Wald spazieren gehen können. Dort würden sie höchstwahrscheinlich trotzdem ein Freezing-Phänomen aufweisen, wenn unser Ziel beispielsweise war, das Gehen ohne Freezing durchzuführen. Jetzt könnten Sie im Wald allerdings einer Wurzel begegnen, die aus dem Boden ragt. Und auch wenn Sie es auf dem ebenen Boden mit einer Linie trainiert haben, die Wurzel ist etwas anderes. Dies ist nicht transferierbar. In der Therapie beim Morbus Parkinson beachten Sie bitte außerdem, dass das Feedback nicht sofort erfolgen darf, sondern erst 6 Sekunden verzögert. Studien haben herausgefunden, wenn sie sofortiges Feedback geben, dann lernen die Patienten nicht so gut. Verzögertes Feedback können sie über den Temporallappen aufnehmen. Außerdem kommt es bei Morbus Parkinson zu On- und Off-Phasen. Das bedeutet, dass die Wirkung des Medikaments L-Dopa, vor allem mit fortgeschrittenem Stadium, zwischendurch nachlässt. Das wäre eine Off-Phase, in der die Symptome des Parkinson-Syndroms stärker werden. Für uns in der Therapie ist zu berücksichtigen, dass wir in der On-Phase vor allem positives Feedback geben sollen. In der Off-Phase hilft den Patienten und Patientinnen mit Morbus Parkinson hingegen negatives Feedback. Was bedeutet das? Wenn Personen mit Morbus Parkinson stürzen würden, dann wäre das ein negatives Feedback. Ich habe mich zu weit nach vorne gelehnt, deswegen bin ich gestürzt. Sind wir jedoch in der On-Phase unterwegs, versuchen Sie bitte, die Übungen so zu gestalten, dass die Personen mit Morbus Parkinson nicht überfordert werden, nicht gestresst werden und gute Therapieerfolge haben. Dadurch, dass Sie wissen, dass die Personen jetzt langsamer lernen, steigern Sie die Intensität der Übungen nicht zu rasch, machen Sie viele Wiederholungen und verstärken Sie gut gelungene Übungen positiv, kommentieren Sie nicht gelungene Übungen bitte in der On-Phase nicht. Für das Lernen ist es hilfreich, für Personen mit Morbus Parkinson
wenn Sie Bewegungen anderer Personen beobachten oder auch Ihre eigenen, zum Beispiel mittels Video. Und auch mentales Training, also die Vorstellung der schwierigen Bewegungen, in denen es beispielsweise zu einem Freezing kommt, ist hilfreich und wirksam. Dadurch, dass wir negatives Feedback gerade in den On-Phasen vermeiden möchten, seien Sie bitte geduldig, vor allem wenn das Freezing-Phänomen auftritt. Patienten und Patientinnen ärgern sich sehr stark, wenn sie eigentlich die Bewegung initiieren wollen, aber es zu keiner Reaktion kommt. Nun möchten wir sie dabei unterstützen, indem wir ein Gehtraining oder ein Training von Alltagsaktivitäten mit ihnen durchführen und werden die Übungen so gestalten, dass die Personen ein Erfolgserlebnis verspüren. Hierzu nutzen wir den Effekt, dass externes Cueing, also die Konzentration auf Reize außerhalb des Körpers, bei Morbus Parkinson besonders hilfreich sind. Hier stehen uns nun verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Visuell kann das Cueing erfolgen, indem wir Linien, Markierungen am Boden platzieren. Beispielsweise wäre eine Übung, eine Strickleiter auf den Boden aufzulegen und Personen in die Felder der Strickleiter gehen zu lassen. Auch eine Markierung ist beispielsweise der Zebrastreifen. Und Sie können Personen mit Morbus Parkinson, die große Angst davor haben, einen Zebrastreifen zu überqueren, dazu ermuntern, dass sie gezielt auf die weißen Markierungen daraufsteigen und sich so von einer Markierung zur nächsten handeln. Nun wissen wir, dass die Patienten sehr kleine Schrittlängen haben. Sie werden also zuerst das Erreichen großer Schrittlängen trainieren müssen, damit dies möglich ist. Es gibt die Möglichkeit, auch den Patientinnen sich eigene Linien visuell darstellen zu lassen. Heutzutage werden hier häufig Laser eingesetzt. So könnte beispielsweise zwischen einem Rollator, linkes und rechtes Rad, ein solcher Laserstrahl sich befinden und die Personen trainieren, über diesen Laserstrahl drüber zu steigen. Als auditives Cueing nutzen Sie Kommandos, wie beispielsweise links, rechts oder 1, 2, 1, 2. Und wenn es zu einem Freezing-Phänomen kommt, dann das Kommando 1, 2, 3, los und dann gehen Sie. Sehr häufig eingesetzt und hilfreich sind auch das Metronom, beispielsweise während einer Gangschulung auf dem Laufband, sowie auch Musik, die sich Patienten, Patientinnen mit Parkinson über die Kopfhörer selbst zuspielen können. Kommt es also zu einem Freezing-Phänomen, könnten die Personen auf ein bestimmtes Musikstück eingehen und dieses auswählen. Zwei weitere Formen sind das propriozeptive Cueing. Hier nutzen wir vor allem den Fersenkontakt als starken Reiz, den wir unterstützen können durch Bewegungsaufgaben wie Stampfen, laute, feste Schritte. Oder in der Freezing-Situation das Gewicht verlagern zu lassen, um den Fersenkontakt zu betonen, so lange bis es möglich ist, einen Fuß abzuheben und den nächsten Schritt zu initiieren. Kognitiv können Sie nun das mentale Training anwenden und hier die unterschiedlichen Cues, die die Personen visuell, auditiv oder propriozeptiv trainiert haben, auch mental sich vorsagen lassen, vor allem wenn Personen im Alltag nicht auffallen möchten. Eine Therapieform, ein Konzept, das Ihnen begegnen wird und wofür Sie als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin ein Zertifikat absolvieren können, ist die Therapie bei Morbus Parkinson namens LSVT-BIG. Sie ist entstanden aus der Therapie LSVT-Laut, wo es vor allem darum ging, sprachlich laute Stimmen zu trainieren und das Sprechen zu fördern. Bei LSVT-BIG geht es nun um Bewegungen. Und zwar ist es ein standardisiertes Programm, das über 4 Wochen lang eine Stunde pro Tag, jeweils 4 Tage pro Woche, ausgeführt wird. Es werden individuell an die Personen angepasst, Bewegungssequenzen ausgewählt, die repetitiv ganz viele Male groß, endgradig, laut, stampfend, mit weitem Ausmaß durchgeführt werden. Zusätzlich zu den 4 Tagen, eine Stunde über 4 Wochen, gibt es auch noch Heimübungen, die eine Stunde pro Woche durchgeführt werden sollen. Wenn Sie jemanden begegnen, der LSVT-BIG durchführt, dieses jedoch nur 2-mal die Woche macht, ist es nicht das standardisierte LSVT-BIG-Programm und darf nicht so genannt werden. Das heißt, dieses Setting ist auch nur möglich, wenn Sie den Patienten 4-mal pro Woche über eine Stunde über 4 Wochen sehen werden.
Das wird Ihnen also vor allem in Reha-Zentren begegnen. Freiberuflich müssten Sie hierfür die notwendigen Strukturen schaffen. Durch die hohe Intensität und die vielen Wiederholungen ist das Programm effektiv und hilfreich, um langfristige Lernwirkungen zu erzielen, die also auch mehrere Monate nach diesem Programm beobachtet werden können. Und durch weitere Durchführung im Eigentraining können die Patienten und Patientinnen unterstützen, dass ihre Fähigkeiten für längere Zeit erhalten bleiben. So, nun möchte ich gerne die Befundaufnahme und Therapie bei Demenz vorstellen und Sie werden erkennen, dass es zu Morbus Parkinson Gemeinsamkeiten gibt. Bei Demenz kommt es zu Gedächtnisverlust, Abbau der Nervenzellen. Dies äußert sich darin, vor allem im Anfangsstadium, dass Personen verwahrlosen und sich vernachlässigen. Es könnte sein, dass Sie, wenn Sie einen Hausbesuch machen und den Kühlschrank öffnen, dort viele schimmelige Sachen vorfinden. Oder dass die Personen auf ihre Körperhygiene nicht mehr so gut achten. Auch hellhörig werden sollten Sie, wenn Patienten und Patientinnen Floskelworte einsetzen und ihnen immer wieder die gleichen Antworten, stereotype Antworten geben. In fortschreitender Demenz werden Patienten und Patientinnen Ängste oder aggressives Verhalten entwickeln und auch ein Fluchtverhalten aufweisen können. Dies kann daran liegen, dass sie vergessen haben, wo sie sich gerade befinden, wer sie gerade sind oder ihnen einfällt, dass sie jetzt nach Hause müssen und sie das dazu motiviert, sich fortzubewegen. Dies können sie unterstützen, indem Personen mit Demenz an Orten untergebracht sind, an denen es eine Möglichkeit gibt, den Gang im Kreis zu laufen. Zusätzlich können Sie versuchen, die Personen in ein Gespräch zu verwickeln, um sie davon abzulenken, das, was sie gerade vorhatten, und nutzen, dass sie es mit der Zeit auch vergessen. Nun möchten Sie die Personen aus ihren Ängsten und aggressiven Verhalten herausholen, indem Sie ihnen gewohnte Situationen und Umgebungen schaffen. Dazu informieren Sie sich darüber, welche biografischen Hintergründe die Personen haben, welche Vorlieben sie haben und werden bevorzugt diese auch in der Therapie einbauen. So wie bei Morbus Parkinson kommt es auch hier häufig zu Stürzen. Es wird schwierig sein, diese allein von den Patienten und Patientinnen zu erfragen. Hier brauchen sie interprofessionelle Zusammenarbeit mit der Pflege oder Angehörigen. Die Körperfunktion und Strukturebene werden Sie vor allem in fortgeschrittenen Stadien kaum testen können, da ungewohnte und komplexe Bewegungsaufträge häufig nicht umgesetzt werden können. Sie werden also beispielsweise Kraft, Ausdauer, Gleichgewicht auch in den Aktivitäten beobachten können. Und hier gilt es, vor allem gewohnte und nötige Alltagsbewegungen anzuleiten und auch zu trainieren. Sonst schaffen Sie wieder ungewohnte Situationen. Wie bei Morbus Parkinson ist also bei Demenz die Transferleistung zwischen unterschiedlichen Kontexten nicht gegeben. Trainieren Sie das, was Sie am Ende auch möchten. Schaffen Sie die Situationen so, wie sie im echten Leben auch sind. Auch ist bei Demenz wieder die Dual-Task-Aktivität reduziert, da es nun vor allem zu einer Aufmerksamkeitsstörung als Ursache dahinter kommt. Wir werden dies sowohl bei dementen Patienten als auch bei Morbus Parkinson speziell trainieren, wenn es erforderlich ist. Dies ist besonders erforderlich, wenn wir an die Sturzprävention denken, da Stürze vor allem dann passieren, wenn wir gerade gehen und zusätzlich abgelenkt werden. Wenn dies häufig vorkommt und relevant ist, ist Dual-Task-Training die Methode der Wahl. Außerdem trainieren wir bei Morbus Parkinson und bei Demenz die posturale Kontrolle, die Muskelkraft und das Gleichgewicht. Auch Ausdauertraining ist wichtig, denn all diese Bewegungsübungen wirken neuroprotektiv. Und zwar besonders hilfreich am Anfang, im Anfangsstadium, aber auch im späten Stadium ist es nicht zu spät. Für beide Erkrankungen gilt, dass wir viele Wiederholungen benötigen, dass wir Reize nicht verbal alleine setzen können, sondern dass wir auf visuelle und andere auditive Reize als reines Anleiten
zurückzugreifen. Und auch bei Demenz werden taktile Vorgehen hilfreich sein. Also das Führen von Bewegungen sowie visuell das Vorzeigen von Bewegungen. Auch bei Demenz gilt, so wie bei Morbus Parkinson, das Training darf und soll anstrengend sein und mit zunehmendem Lernerfolg progressiv sich steigern. Das bedeutet, auch wenn es anstrengend ist und viel Energie hineingesteckt wird, werden wir leider nicht so rasch eine Verbesserung bemerken wie bei anderen Personengruppen. Trotzdem ist Lernen möglich, wenn auch mit deutlich mehr Energie und Zeitaufwand. Die Lernergebnisse bleiben auch leider nur begrenzt erhalten. Wir müssen also das, was Personen in ihrem Alltag benötigen, weiterhin üben und nutzen, nach dem Prinzip Use it or lose it. Und das Training muss im nötigen Kontext erfolgen. Der Transfer in andere Situationen oder auf andere Bewegungen funktioniert bei Parkinson und Demenz nicht. Und die Personen brauchen gezielte Aufmerksamkeit auf die durchzuführende Aufgabe. Ablenkende Situationen, Geräusche, andere Personen im Raum können hier die Therapie sehr beeinträchtigen. Sind die Personen in ihrer Lernleistung sehr weit fortgeschritten, können wir die Therapie durch kognitive Übungen und Dual-Task-Aktivitäten steigern. Nun sind wir am Ende dieser Lerneinheit angekommen und nun bitte ich Sie, ein kurzes Quiz am eCampus zu absolvieren, indem Sie Ihre gewonnenen Erkenntnisse überprüfen können. Überlegen Sie sich außerdem bitte ein geeignetes Übungselement, welches Sie in einer Gruppe mit Parkinson-Patienten oder Patientinnen durchführen könnten. Hierzu finden Sie sowohl in dieser Lehreinheit als auch im Skriptum Hinweise für mögliche Übungssituationen, wie beispielsweise verschiedene Cueing-Varianten und die Therapieprinzipien. Tragen Sie Ihre Übung bitte in ein Stundenbild ein. Hierzu finden Sie einen Link zu einem Google Doc, ebenfalls auf dem eCampus. Bitte schreiben Sie neben Ihrer Übung Ihren Namen. Wir werden in der nächsten Lehreinheit, die wir gemeinsam absolvieren, dann diese Übungen ausprobieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Einheit.